Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zyklusplausch hier mit Nela, Frieda und mir. Mein Name ist Clara und wir freuen uns sehr, hier eine neue Folge für euch aufzunehmen. Und in dieser Folge geht es um das Thema Sexualität und wie wir unsere eigene Sexualität während unseres Zyklus wahrnehmen, also wie sich das auch in den verschiedenen Phasen unterscheidet und verändert. Und ja, wir lassen das jetzt einfach mal ganz frei fließen und schauen, wohin das führt. Und ich würde anfangen damit, dass wir vielleicht einfach erstmal von uns erzählen, eben wie sich das anfühlt in den verschiedenen Phasen, was wir da eben für Unterschiede feststellen. Und vielleicht magst du ja einfach mal damit anfangen, ja, wie du so als menstruierendes Wesen mit einer Gebärmutter das bei dir so wahrnimmst. Also, und vielleicht auch unabhängig davon oder eben noch mal ganz anders als das, was uns so beigebracht wird oder als das, was wir denken, wie wir Sexualität wahrnehmen sollten oder wie sich das für uns anfühlen sollte. Genau. Ja, ich finde es total, total spannend, wirklich nur in die Sexualität zu gucken, weil sich meine Sexualität bei mir ganz persönlich so stark verändert hat, seitdem ich zyklisch lebe. Ich habe vorher eigentlich nie wirklich einen zyklischen Wechsel bei mir festgestellt, was meine Lust betrifft oder wie ich mit jemandem zusammen bin, wie ich mit jemandem schlafe. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich zyklisch bewusster lebe, lerne ich mich nochmal ganz, ganz neu auf meiner Sexualität kennen oder in meiner Sexualität kennen, mich ganz neu spüren. Und ich fand es total spannend, das mal so anzuschauen, wie eigentlich unser Körper sich verändert während des Zyklus, also unsere Gebärmutterschleimhaut sich verändert. So in der ersten Zyklusphase nach der Menstruation sind wir innerlich sehr glatt. Also unsere Gebärmutterschleimhaut ist so glatt und geschmeidig und baut sich wieder neu auf. Und dazu kommt noch der Zervixschleim, der das so richtig schön glatt und flutschig macht. So dass einfach das, wofür wir gebaut sind, also wofür diese Gebärmutter eigentlich gebaut ist zur Fortpflanzung, super stattfinden kann. Also wir sind vielleicht, oder ich bin schneller feucht, ich bin schneller in meiner Lust, ich bin schneller erreichbar und es ist alles super vorbereitet, damit dieses Ergebnis stattfinden kann, also die Befruchtung stattfinden kann. Und in der zweiten Zyklushälfte baut sich die Gebärmutterschleimhaut ja noch ein bisschen mehr auf und wird furchiger und beginnt so diese kleinen Nester zu bauen und vielleicht auch, wenn man es andersrum sieht, so kleine Antennen auszubilden, die so mehr ins Innere der Gebärmutter gehen. Und genauso verändert sich auch meine Sexualität. Ich werde fühliger. Und ich werde auch, also die Dimension meiner Sexualität wird tiefer, unübersichtlicher, überraschender, aber halt auch viel sensitiver. Und das finde ich total spannend, wenn ich mir dieses Bild anschaue, dann ist das genau das, wie ich das empfinde. So in der ersten Zyklushälfte bin ich sehr, sehr schnell. Also bin ich sehr schnell entflammbar. Ich habe schnell Lust, aber ich bin nicht so. Ich breite mich da drin nicht so aus. Also ich nehme mir nicht so viel Zeit dafür. Es ist für mich in der ersten Zyklushälfte irgendwie mehr so: Wow, toll, ich mache das jetzt. Und es ist toll, toll, toll Feuerwerk und dann ist es auch schnell wieder verflogen. Und es hat so eine Leichtigkeit, so eine Verspieltheit, so ein, ja, ich glaube, Leichtigkeit betrifft es am, beschreibt es am besten. Und dann gibt es für diese Leichtigkeit im Eisprung noch den Höhepunkt so. Das ist so für mich ein sehr, sehr intensive Zeit, in der ich Lust habe, neue Dinge auszuprobieren oder mich selbst irgendwie vielleicht auch ein bisschen herauszufordern. Und dann gibt es aber die Zeit in der zweiten Zyklushälfte, wo ich viel sensibler bin, wo ich viel mehr darauf achte, was mit mir gerade ist, also wo ich gerade stehe und was zu mir gerade passt.
und was ich dazu einladen möchte. Und wenn der Raum dafür da ist, also es kommt sehr, sehr stark darauf an, ob der Raum, der äußere Raum dafür da ist oder der Rahmen dafür da ist, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich wirklich fallen lassen und loslassen. Und wenn der Raum dafür da ist, dann ist auch Raum für so viel Sinnlichkeit, so viel Verbindung, so viel tiefer Gefühle. So, also ich empfinde mittlerweile die Sexualität in der zweiten Zyklushälfte als viel, viel intensiver und größer. Mhm. Je näher das zur Menstruation kommt, desto mehr. Und das finde ich total spannend, weil das war, früher hatte ich das Gefühl, da habe ich mir das immer mehr, habe ich mich von der Sexualität entfernt, je näher ich zur Menstruation gekommen bin. Warum wohl? Oder warum war das so? Ich glaube mittlerweile, dass ich dadurch, dass diese Gefühle auch in der zweiten Zyklushälfte kommen, die wir vielleicht in unserer Gesellschaft nicht so gerne annehmen oder nicht so anerkennen, also meine innere Kritikerin oder mein Gefühl zu dem, was ich eigentlich toll finde an mir, so, das wird dunkler oder wurde dunkler in dieser Zeit und deswegen habe ich mich selber auch nicht so annehmen können. Ich habe gegen diese Gefühle gekämpft, also habe ich auch gegen meinen Körper gekämpft und habe mir deswegen überhaupt nicht so den Raum genommen, mich selbst zu berühren. Was weniger in Verbindung mit dir. Total, weil ich dann hingucken wollte. Was ich jetzt, wo ich jetzt darüber nachdenke, ich finde es so schade. Weil ich jetzt halt das genau anders erlebe, dass ich dadurch, dass ich mich berühre in dieser Zeit, viel mehr berühre vielleicht als in der ersten Zyklushälfte, komme ich so, so liebevoll und so innig mit mir in Kontakt. Viel, viel mehr als in der ersten Zyklushälfte. Und kann darüber ganz oft auch eine Tür öffnen, um Gefühle fließen zu lassen, um mich sein zu lassen. Ja, und das ist ja auch voll so die Voraussetzung irgendwie, um wirklich auch mit einem anderen Menschen sich auch verbinden zu können. Ganz genau, ja, absolut, absolut. Und ich habe das von so vielen Frauen, dieses Thema, dass wir immer wieder so viel denken, während wir Sex haben oder während wir sinnlich sind. Wir denken so viel darüber nach, was gerade gut ist, was vielleicht der Partner möchte oder die Partnerin möchte von uns, was jetzt irgendwie vielleicht ihn oder sie heiß machen könnte oder was wir sonst noch so zu tun haben, ob das jetzt hier gerade überhaupt passt und ob ich die Zeit habe und ob uns jemand stören könnte und so weiter. Ne? Also man hat ja so oft dieses Thema, ich denke so viel, dass ich mich eigentlich gar nicht darauf einlassen kann, was in diesem Moment passiert. Und dass wir, wenn wir lernen, uns wirklich zu berühren und auf Berührung wirklich einzulassen, dann ist das für uns so eine wundervolle Brücke, dieses Gedankenkarussell loszulassen. Mhm. Und das zu lernen, fällt mir einfach viel, viel einfacher in der zweiten Zyklushälfte, weil meine Sinne so offen sind, weil die so erreichbar sind und die lüstern auch so nach sinnlicher Stimulation, also Annahme, gesehen werden, gefühlt werden und ergebnisoffen zu sein. So, ne? Mhm. Voll. Das ist für mich in der ersten Zyklushälfte, bin ich viel mehr mit dem Ergebnis beschäftigt. Viel mehr als in der zweiten Zyklushälfte. Da ist mir das Ergebnis, da kommt das Ergebnis auf mich zu und beschenkt mich einfach. Meinst du mit dem Ergebnis den Orgasmus oder? Ja, auch. Das ist etwas Wunderschönes, was wir erleben können, was unser Körper uns einfach schenkt. Aber es ist eben auch etwas, was für viele, viele Frauen überhaupt nicht einfach ist und überhaupt nicht leicht ist. Und ich hatte selber auch lange, lange, lange das Thema, dass ich keinen Orgasmus empfinden konnte oder finden konnte. Und damit habe ich so viel in meinem Kopf zu tun gehabt. Wann kommt er jetzt? Wann fühle ich was? Wann entwickelt sich was in mir? Welche Bewegung muss ich machen, damit ich dahin komme? So.
das ist so ein riesiges Thema vor mir gewesen, das mir komplett die Sicht auf oder das Gefühl auf das, was jetzt gerade ist, versperrt hat. Und auf dem Weg, das zu lernen, dieses Ergebnis, dieses Orgasmus-Ergebnis loszulassen, ist mein Prämenstruum die größte Lehrmeisterin für mich. Und ich ganz persönlich, ich muss das noch lernen, in der ersten Zyklushälfte auch loszulassen. Weil da kommt es ganz oft voll mit rein. Und ist für mich viel schwieriger, dieses Ergebnis zu erreichen. Ja, weil es vielleicht auch nicht diese Vorbereitung braucht, auch für den Körper, ne? Weil der Körper einfach direkt viel empfänglicher ist. Und ich nehme das auch sehr stark so wahr, dass ich eben in dem inneren Herbst, also so in der zweiten Zyklushälfte, einfach mein Körper sehr viel mehr Zeit und sehr viel mehr Sinnlichkeit und Berührung und Zärtlichkeit braucht, um sich auch wirklich öffnen zu können und um sich dann aber auch so wirklich, wirklich öffnen zu können und dann auch so in die Tiefe zu gehen. Ja. Also das passt eigentlich voll zu dem, auch was du beschrieben hast. Das ist total spannend, dass ich das so ähnlich erlebe. Ja. Ja, ja, erzähl mal, wie ist es denn bei dir? Also ich habe jetzt mal versucht, so ein bisschen, oder ich, wenn ich versuche, mich da reinzufühlen, wie das für mich war, bevor ich eben so zyklisch bewusst gelebt habe, war das, ich glaube, ich wusste nicht so richtig, ich habe meinen Körper nicht so richtig verstanden einfach. Und was dann dazu geführt hat, dass ich oft verzweifelt war oder auch so ein bisschen mich selbst auch dafür verurteilt habe, wenn ich jetzt gerade eben nicht so diese Lust fühle oder eben jetzt nicht so performe, wie ich denke, dass meinem Partner das gefällt. Ja. Und wo ich dann viel mehr mich selber gezwungen habe oder eben versucht habe, was vorzuspielen, ne? Also, aber mich selber eigentlich damit belogen habe. Ja. Was mir gar nicht so richtig bewusst war in dem Moment, sondern wo eigentlich mehr so ein Programm auch abgespielt wurde, so ein bisschen. Ja. Und ich bin sehr, sehr viel mehr über meine eigenen Grenzen gegangen. Ja. Also so krass, weil ich einfach nicht in Verbindung war mit meinem eigenen Körper und dann meinem Partner etwas gegeben habe, wozu ich eigentlich gar nicht gerade bereit war. Und das hat sich dann immer wie eine Verletzung angefühlt. Also in den Momenten. Das hast du aber gespürt ganz deutlich dann? Im Nachhinein oder währenddessen schon? Im Nachhinein vor allem. Also ja. Das waren dann immer so Situationen, das war nicht immer so, aber vor allem, wenn ich eigentlich noch mehr Zeit gebraucht hätte, bis es dann ja auch zur Penetration kommt, wo ich noch gar nicht offen war und es dann aber zugelassen habe, weil ich dachte, okay, das gehört jetzt einfach dazu oder das ist jetzt halt so das, ne, was jetzt irgendwie, also da war auch Lust. Mhm. Aber ich habe noch nicht verstanden, dass ich noch nicht bereit bin, dass ich einfach noch nicht geöffnet bin. Dass du nur Zeit brauchst. Ja, und dass ich noch mehr vielleicht auch einfach nur gehalten werden brauche und einfach auch gestreichelt werden und einfach nur sein und dass es einfach gerade sich auch entspannen darf zwischen uns. Das ist nicht die ganze Zeit so heiß, heiß, heiß und irgendwie aufregend und wild und sowas. Ich habe das Gefühl, wenn ich erstmal so ganz langsam und achtsam und auch unaufregend in so eine Situation reinkomme und in so eine Intimität sich aufbaut und ich auch das Gefühl habe, hey, für meinen Partner ist es auch okay, wenn wir einfach jetzt nur nebeneinander liegen und uns berühren und uns streicheln. Anschauen. Genau. Ja. Dann öffnet sich halt was in mir oder dann kann sich was in mir öffnen und dann kann daraus vielleicht eine Wildheit entstehen, eine Riesenlust und irgendwie, dann bin ich auf einmal so voll so, wow, was ist das jetzt hier für eine Welle und was ist da für ein Leben in mir und für eine Energie und das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Wesen, das ich jetzt kennenlerne immer mehr und wo mir eben dieses Zyklusbewusstsein sehr dabei hilft, eben wirklich zu schauen, was mein Körper braucht und was auch meine Seele braucht, um auch wirklich in diesen Kontakt zu gehen. Ja. Und auch zu verstehen,
hey, ich bin nicht jeden Tag gleich und ich darf auch mal den einen Tag so sein und den anderen so. Und nur weil ich an dem einen Tag mit meinem Partner so und so drauf war und irgendwie direkt, hey, oh ja, lass es uns tun, wa? An dem anderen Tag oder in der nächsten Woche vielleicht Nicht nicht so so. drauf bin. Und es Ja. einfach anders ist und ich ganz andere Bedürfnisse habe. Ja, dass der Weg zu deiner Lust ein ganz anderer ist, ne? Ja. Und Ja. dass sie sich einfach auch ganz anders äußert und dass das genauso auch sein darf und richtig ist und dass ich eben nicht über meine eigenen Grenzen gehen will, sondern dass das auch gar nicht sein muss. Dass ich das einfach überhaupt nicht machen muss und dass es auch im Endeffekt mir nicht gut tut und auch dem Zusammensein nicht gut tut, weil mein Partner will ja auch nicht, dass ich was tue, wozu ich gar nicht bereit bin. Auf keinen Fall. Ja. Ja, und es ist so gemein, entschuldige, dass ich da jetzt Nee. reingehe, es ist eigentlich gemein, von dem Partner zu verlangen, dass er uns, also wir würden, oder ich wünsche mir ja von meinem Partner, dass er mich kennenlernt oder dass er mich lesen lernt und dass er mich entdecken möchte. Aber ich habe auch eine ganze Zeit lang mich selber ja gar nicht entdeckt. Weil ich gedacht habe, ich müsste jetzt schon an einem anderen Punkt sein oder ich müsste jetzt ihm irgendwas zeigen, was schon da ist, was vielleicht noch gar nicht da ist. Vielleicht auch, um mich selbst zu überzeugen oder um mich selbst auch oder um mir selbst auch Lust zu machen, dass ich irgendwie schneller war, als ich eigentlich bin und dadurch aber meinem Partner ja die Chance nehme, mich wirklich dahin zu führen oder mich wirklich zu entdecken und wirklich zu sehen, wo steht sie denn eigentlich gerade und was braucht sie von mir? Wo kann ich ihr wirklich etwas schenken? Ja. Und also das, was ich von meinem Partner, von meinen, also mit den Menschen, mit denen ich geschlafen habe, wenn das einfach in so eine Tiefe gehen durfte und ich auch wirklich bei mir war und mich geöffnet habe, mich wirklich geöffnet habe, dass das einfach ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Also auch, was die erleben durften dadurch und was die Ja. auch, wie, in was für eine Lust die auch gekommen sind oder was für eine Lust die einfach bei mir erlebt haben. Ja. Dass das alles bereichert dadurch. Ja. Und es ist auch einfach so ein Einladen dazu, wirklich herauszufinden und wirklich zu entdecken, wie wollen wir denn miteinander sein und wie kann es noch sein und was ist da unabhängig von den Mustern, die wir beigebracht bekommen haben und wie wollen wir denn wirklich unsere Sexualität leben und entdecken? Und ich finde, da können wir vor allem auch als weibliche Wesen einfach extrem die Tür für öffnen. Und ja, also in so alten Kulturen, da war ja auch immer die Frau oder eben das weibliche Wesen, die in der Intimität, in der Sexualität eben quasi den Ton angegeben hat, die Lehrerin war. Und die einfach dann eben in diese Geheimnisse der Lust hineingeführt hat. So. Also so Ja. eine voll schöne Vorstellung. Und genau das möchte ich gerne einfach noch mehr leben. Ja, und es ist ja eine riesige Schule und ein Weg, auf den wir uns begeben, den wir einfach noch nicht kennen. Und das ist für viele Frauen macht das so viel Angst, weil dieses Muster oder dieser Rahmen, den wir kennen, in dem wir funktionieren, der uns vorgelebt wird, den wir durch Filme kennen, den wir durch Zeitschriften kennen, den wir durch Aufklärungsbücher kennen, der ist einfach, wenn er da ist, auch eine Sicherheit. Da gibt es nichts Unerwartetes. Und so viele Frauen haben in der Sexualität Dinge erlebt, die unerwartet passieren oder passiert sind, die sie verletzt haben. Und dadurch ist natürlich deine Angst, etwas auszuprobieren, wo ich keinen Rahmen habe. Wo ich mich nicht in dieser Sicherheit befinde, wenn wir es so sagen wollen, meiner Maske. Weil wenn ich ein Muster in mir entdecke, das mir vielleicht auch Spaß macht, was ich vielleicht auch toll finde, was ich selber vielleicht auch heiß finde, aber wo ich weiß, was am Ende passiert oder wo ich weiß, was auf dem Weg passiert, dann bin ich in Sicherheit. Und ich glaube, das ist das, was wir als Frauen uns selbst erlauben dürfen, wenn wir jemandem wirklich vertrauen, ich glaube, das ist der zweite Schritt,
erstmal dürfen wir uns erlauben, etwas auszuprobieren, wo wir uns eben nicht sicher fühlen. Und das können wir am besten ausprobieren, wenn wir das mit uns selbst tun. Erstmal nur ich mit mir. Mhm. Weil ich verletze mich nicht. Ich mache nichts, was ich nicht erwarte. Vielleicht überrasche ich mich, ja. Aber ich würde mich nie in der Form überraschen, in der ich mir selbst wehtue. Ja. Ich würde vielleicht sagen, es ist eher so ein ich kann für mich selber, wenn ich nur für mich bin, dann ist da ja niemand, dessen Erwartungen ich gerade entsprechen muss. Und dann kann ich einfach in meinen Körper mehr reinfühlen und meinen Körper kennenlernen und damit in Kontakt gehen und vielleicht auch schon einfach, das kann ja auch schon auf einer Ebene davor passieren, einfach mit unserer Sinnlichkeit mehr in Kontakt kommen. Und einfach uns zu erlauben, weniger im Kopf zu sein, sondern mehr uns mit unserem Sinn zu verbinden, so mit dem Essen, ja, oder einfach mit dem Fühlen, ne? Auf diese Art und Weise, diese Fähigkeit in uns entdecken und zulassen. Und also das finde ich auch so ein super schönen Einstieg, zum Beispiel auch schon beim Tanzen zu merken, was da für Energien in mir sind. Und dass ich jetzt mal vielleicht irgendwie ganz, ganz wild und verrückt und merkwürdig tanzen möchte. Ja. Und dann wieder ganz sanft und ganz zärtlich und ganz, wo ich mich einfach nur halten will. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Türöffner, einfach, um aus meinem Kopf zu kommen und in meinen Körper zu gelangen. Und ja, ich einfach auch wirklich mir das selber schenken möchte, dass ich mich so fühle in meinem Körper und dass ich auch meinem Körper das einfach auch zulasse, sich so auszudrücken. Ja. Und wenn wir das so in uns entdecken, also das ist, glaube ich, auch so ein schöner, sicherer Rahmen, einfach das so, so ein bisschen, ja, mehr zu erkunden und dann eben auch mit sich selbst so mehr in Berührung zu gehen und sich selbst anzufassen, wie ich das so gesagt habe. Und zu schauen, vielleicht auch selbst so bei der Selbstbefriedigung, wo ich auch manchmal aber auch so selber für mich in so ein Muster falle, so, oh, jetzt irgendwie schnell und wie so ein DJ einfach schnell kommen will. Ja. Ja, und das mache ich dann nur ich, aber das kann auch passieren, dass ich gar nicht so richtig mit meinem Körper in Kontakt bin und der vielleicht einfach gerade viel mehr Zeit will und vielleicht erstmal, dass ich meine Brüste halte oder dass ich einfach irgendwie da langsamer bin und vielleicht auch gar nicht ein Orgasmus sein muss, sondern dass ich mich einfach nur berühre und dass mein Körper sich einfach öffnet. Ja, ja, und ich glaube, genau, das ist nämlich das, manchmal wollen wir gar keinen Orgasmus haben. Vielleicht ist es wirklich die Berührung, vielleicht ist es das, was uns viel, viel mehr nähert in dem Moment, als einfach nur ein kurzer Kick. So. Ja. Weil ich kenne es auch, dass man dann, gerade wenn es irgendwie so gar nicht viel Zeit ist, man weiß, man hat jetzt eigentlich gar nicht viel Zeit, aber irgendwie ist da Lust und ich möchte irgendwie gerne mit mir so, ne? Und dann bin ich schneller und ich weiß, wie ich mich anfassen kann, um schnell zu irgendeiner Lust zu kommen. Und ja, dann habe ich auch irgendeinen Orgasmus. Und dann fühle ich mich aber gar nicht besser. Ich fühle mich eigentlich eher leer. Vielleicht ist da so diese Anspannung oder diese Energie ist irgendwie so, sag mal, abgeerntet. Aber die Frucht schmeckt nicht. Also der Geschmack ist nicht da. Oh, das ist ein schönes Bild. Ja. Ja. Aber das ist total schön, was du sagst. Im Tanz können wir das wirklich, gerade wenn wir mit uns selbst tanzen, erstmal für uns, manchmal hilft es auch total, wenn man da die Augen zumacht und sich selber nicht sieht beim Tanzen. Mir hilft es total, um wegzugehen von den Mustern, die ich kenne und wo ich weiß, die finde ich irgendwie schön an mir, wenn ich mich so oder so tanzen sehe oder mich so oder so bewege. So, ne? Sondern einfach nur zu gucken, okay, was macht eigentlich mein Körper? Vielleicht tanzt der gerade einfach nur mit einem kleinen Finger herum. So. Und das ist mega cool. Und lass mich davon begeistern, was meine Hände machen. So, ne? Das reicht vielleicht in dem Moment schon. Ja. Oder einfach, und was das, die Musik einmacht, so beim Zuhören. Ja, genau. Was ich. Und das ist
Das ist mega, mega spannend und natürlich auch ein riesiges Geschenk, wenn man dann jemandem begegnet, einen Partner hat, dem man gegenüber sitzt und sagt, du, ich möchte dich einladen, auf meine Reise mitzukommen. Und ich bin hier neu. Ich bin auf einem Gebiet, wo ich mich nicht auskenne. Und ich möchte trotzdem, dass du mit mir kommst und dass du bei mir bist und dass du verstehst, wenn ich an mancher Stelle vielleicht sage, stopp. Die Klippe ist mir gerade ein bisschen zu hoch. Ich brauche noch ein bisschen Trampelfahrt. Und das nicht als Nein oder als Ausstoß dir gegenüber empfindest, sondern einfach als ein Riesengeschenk, dass ich dir erlaube, mit mir in meine Welt zu gehen und diesen Weg mit mir zu gehen, den ich selber noch nicht kenne. Das braucht Ja. enorm viel Vertrauen. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde aber auch, dieses Vertrauen entsteht dadurch, dass wir Vertrauen entsteht ja auch durch Kennenlernen. Also Ja. ich vertraue mir immer stärker dadurch, dass ich mich einfach besser kennenlerne. Ja. Und ich weiß auch, dass wenn ich mein Nein sagen kann, wenn ich mein Nein kenne, dann weiß ich, dass mein Ja einfach viel stärker ist. Ja. Und genauso auch eben, also das ist einfach, dass dieses Nein oder dieses, das ist mir gerade zu schnell oder ich brauche das gerade anders oder was auch immer das dann eben in diesem Moment ist, dass das dann ja aber auch macht, dass wir wissen, dass die andere Person einfach so gut auf sich achtet, dass wenn sie dann wirklich will, ich dann auch einfach voll eingeladen bin und dass ich mich auch da voll da auch dann sicher fühle. Ja. Weil es ist ja auch kein schönes Gefühl, mit einer Person in Kontakt zu gehen, die vielleicht gar nicht möchte, dass ich sie gerade berühre oder dass ich sie gerade auch umarme oder so. Und ja, das ist ja dann einfach wirklich für beide Personen oder für alle Personen dann einfach viel, viel schöner. Ja, total. Und auf der anderen Seite sind beide ja komplett lost, wenn wir das nicht tun. Ne? Also Ja. mein Partner weiß ja nie, was will sie denn eigentlich wirklich? Bin ich jetzt gerade richtig da, wo ich bin? Kann ich ihr vertrauen? Kann ich das, was sie mir zeigt, als wahr annehmen? So. Und ich glaube einfach, das ist so weit in unserer Prägung, geht es so weit zurück, wie wir uns in unserer Sexualität verhalten oder auch annehmen, bewegen, uns aufhalten. Wir haben so viele, so, so starke Muster gelernt in so wahnsinnig langer Zeit, dass es echt einfach so schwer fällt, diese Muster wirklich abzulegen und zu erkennen oder zu finden, wo sind die denn, wo halten die sich denn eigentlich auf? Und das finde ich ist das, was auf so vielen verschiedenen Ebenen unser Zyklus uns zeigen kann, ist, dass wir uns wirklich selber kennenlernen, in dem, wie wir wirklich funktionieren. Und das ist genauso eben auch in der Sexualität, kann ich mich so gut kennenlernen, wenn ich auf meinen Zyklus höre und auf mich höre, wie ich mich gerade zyklisch finde oder empfinde, fühle, dann kann ich darüber unmissverständlich eigentlich fühlen, wo ich gerade sexuell oder sinnlich stehe. Ja, und ich finde, da liegt auch so eine Kraft drin, durch dieses Zyklische zu lernen oder auch wahrzunehmen, hey, meine Sexualität hat so viel mehr zu tun als nur mit Fortpflanzung. Ja, voll. Voll. Weil, ja, ich glaube, das ist eben auch das, worüber, also was du auch gerade angesprochen hast, dieses, dass das Weibliche oder eben die Frauen so lange als, ja, als Wesen gesehen wurden, die einfach nur dazu da sind, um eben Kinder zu bekommen oder um eben ja so häusliche Pflichten zu erfüllen und um, also das war einfach alles total begrenzt und es wurde alles so auf so eine, also du durftest als Frau ja eine ganz lange Zeit einfach nur dich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zeigen und ausdrücken und alles andere, was dann noch dazugehört hat, das wurde einfach so in den Schatten gedrängt.
Das durfte einfach nicht sein. Das war eine Bedrohung. Das hat sich, ne? Ja, du wurdest auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wenn du dich sexuell ausgelebt hast. Oder wenn du, wenn du zu ne, viel also. Lust hattest. Was? Wenn du zu viel Lust hattest. Zu viel eigene Lust. Ja. Genau. Und zu viel einfach in deiner sexuellen Kraft auch warst und einfach auch selbstbestimmt warst und auch unabhängig davon, ob du dich jetzt gerade fortpflanzt oder nicht oder ob du an einen Mann gebunden warst oder nicht. Also das war ja noch so eine, wir sprechen ja jetzt auch viel über diese oder innerhalb dieser heteronormativen Welten. Und da durfte ja einfach ganz, ganz viel einfach absolut nicht ausgelebt werden. Also ich denke auch, die Sinnlichkeit und auch die Lust auch zwischen Frauen beispielsweise, natürlich auch zwischen Männern, also Männer und Männer oder männlich gelesene Menschen. Und dass das einfach so viel einfach, ja, dass es so verständlich ist, dass das über Jahrhunderte einfach unterdrückt wurde und auch bedrohlich war, wenn wir das ausgelebt haben, dass das ganz klar und ganz verständlich ist, dass wir da heutzutage einfach noch Muster haben, die uns einfach beschützen wollen, quasi davor, nicht bestraft zu werden oder und dass wir dadurch aber auch eben gar nicht kennenlernen durften, was da noch so in uns steckt. Ja. Und ich denke, das fängt auch schon echt in der Kindheit an. Also ich weiß noch so gut, dass ich als kleines Mädchen, als junges Mädchen, wenn wir einfach so diese pure Freude in uns fühlen und einfach so ganz, noch so ganz unschuldig einfach unsere Sinnlichkeit auch leben und uns selber anfassen oder gerne nackig sind oder einfach uns irgendwie schön fühlen in dem, was wir gerade tragen oder, keine Ahnung, tausend Arten und Weisen. Und dann sehen wir, wie wir angeschaut werden, vor allem von Männern. Ja. Oder wir sehen auch von anderen Frauen so, hey, Vorsicht, du darfst das nicht zeigen, was da für eine Sinnlichkeit und für eine Freude in dir pass ist. Pass auf, genau, pass auf. Pass auf pass ist auf. Eigentlich das, was wir als Kinder so, so viel gehört haben. Also für mich ist das immer noch herausfordernd, wenn ich beispielsweise gerade mich einfach richtig, richtig schön anziehen will und mich einfach ganz auch ohne Unterwäsche rausgehe und einfach nur mit einem langen Rock und es einfach gerade total genieße, auch vor allem, wenn es irgendwie so warm ist. Und und dann ziehe ich Blicke auf mich. Ja. Und auch wirklich unangenehme Blicke und auch die ich überhaupt nicht bekommen will. Und auch von Menschen, wo ich denke so, nee, bitte, will ich nicht. Will ich einfach nicht. Bleib bei dir. Bleib bei dir. Ja. Und das natürlich auch daran damit zusammenhängt, dass das einfach in unserer Gesellschaft ist, einfach Körper so sehr nicht gezeigt werden dürfen, dass so Objekte sind einfach, ne? Genau, dass sie dann so Objekte, also das genau, dass sie dann so zu Objekten werden. Und ich glaube, da steckt irgendwie ganz, ganz viel dahinter, aber wo ich wirklich aufpassen muss, okay, wie sehr lasse ich mich davon jetzt einschränken? Und manchmal denke ich auch so, boah, ich gehe einfach nur mit einem großen T-Shirt und irgendwie einer Bollerhose raus, weil ich habe keine Lust auf diese Blicke. Aber so weit will ich eigentlich gar nicht gehen. Also ich will mir das einfach nicht nehmen lassen, dass ich einfach mich genieße und mich schön finde. Und ja, ich will mir dann einfach in einer Welt zu leben, wo wir da respektvoll miteinander umgehen und einfach wissen, dass das nicht ausgenutzt wird. Ja. Und ich glaube, dafür ist es total wichtig, dass wir uns Wege schaffen, wo wir uns selber darin trotzdem wohlfühlen, dass du rausgehen kannst, weil jetzt nicht mehr rauszugehen ist ja keine Option, so wie wir uns schön finden. Wir wollen ja rausgehen, so wie wir uns schön finden, aber dass wir sozusagen eine Schutzhülle um uns herum bauen, wie so eine goldene Blase, in der andere Menschen gucken können, wie sie wollen, aber sie können dich nicht verletzen, sie können dir nichts nehmen davon, von deinem Wohlgefühl. Also was mich da so herausfordert, wenn ich diese Blicke bekomme, dass ich mir einbilde, derjenige, der mich so anguckt, bildet sich ein, er hätte damit eine Chance bei mir. In meinen Raum einzutreten, wie auch immer. Ja. Und wenn ich in meiner Sicherheit bin und das Gefühl habe, ich habe diesen goldenen Raum um mich, dann ist es mir scheißegal, wer mich anguckt.
weil ich genau weiß, durch diesen goldenen Raum kommt niemand zu mir und kann mir niemand irgendetwas tun. Und komischerweise ist es dann auch meistens so, dass ich diese Blicke entweder überhaupt nicht sehe oder sie auch nicht stattfinden. Hast du das Gefühl, das verändert sich auch innerhalb des Zyklus? Also, dass es mal Tage gibt, wo dir das viel besser gelingt, wo du dich viel selbstbewusster und viel mehr bei dir fühlst und dann wieder Tage, wo du dich um einiges verletzlicher fühlst? Ja, also ich fühle mich um einiges verletzlicher kurz vor meiner Menstruation oder während meiner Menstruation. Ja. Da bin ich so offen, so, also da muss ich richtig, richtig aufpassen auf mich. Selbst auch gar nicht nur auf dieser sinnlichen, erotischen Ebene, sondern auch in Begegnungen mit Bekannten, mit Freunden, dass ich mich manchmal dann einfach das Gefühl habe, ich muss mich hier zurückziehen, weil ich bin wund, ich bin so, so übersensibel, dass ich so viele Themen und so viele Dissonanzen so stark spüre, dass ich da mich zurückziehen muss. Ja. Und wenn es zum Eisprung geht, dann kann ich ganz gut diese goldene Hülle aufbauen. Dann kann ich raus und alles versprühen und ich kriege weniger das Gefühl, dass ich irgendwo in Gefahr bin. Ja, das ist ja auch eine totale Einladung an sich selbst, da eben auch mehr in Kontakt zu sein, eben mit dem, was wir gerade wirklich brauchen, mit dem, was gerade einfach stimmig ist. Also einfach so mehr, ja, eben diese Selbstfürsorge auch an unseren Zyklus anpassen zu können. So. Und dass das jetzt gerade auch, dass ich jetzt gerade nicht falsch bin, weil ich mich unsicher fühle, sondern dass es auch einfach gerade ein Zeichen dafür ist, so hey, okay, was brauche ich denn jetzt gerade und welche Art von Kontakt brauche ich gerade, welche Menschen will ich gerade um mich herum haben, will ich gerade vielleicht wirklich echt nur für mich sein und das ist voll okay oder will ich gerade am liebsten die ganze Welt umarmen und irgendwie voll jeden umarmen, den ich sehe, vielleicht. Also da gibt es einfach so dieses riesengroße Spektrum in mir, was ich entdecken darf. Und ja, da finde ich es einfach dieser Zyklus oder einfach so in Kontakt sein mit dem eigenen Zyklus, das hat mir einfach so viel erleichtert. Und dadurch komme ich auch gar nicht mehr so stark in diese Situation, dass ich eben mich verletzlich fühle, beziehungsweise dass ich verletzt werde und dann mich zurückziehe und mich dann einfach weniger zeige. Sondern ich merke so, okay, jetzt während der Menstruation und auch nach der Menstruation, das ist für mich auch noch so ein sehr behutsamer Raum, wo ich wirklich gut auf mich achten möchte. Da bin ich einfach vorsichtiger. Ja. Und dann halt zum Eisprung hin oder auch nach dem Eisprung, wenn ich so während des inneren Herbstes so einfach so voll in meiner Kraft bin und so voll selbstbestimmt bin und auch nicht mehr ganz so viel gucke, so, was ist da jetzt für ein spannender Mensch und findet er mich wohl interessant? Das ist dann auch immer so ganz stark während des Eisprungs, wo ich dann so mega flirty bin und irgendwie das einfach wirklich so jedem Typen, den ich irgendwie interessant finde, so hinterher gucke und denke so, findet er mich gerade schön und irgendwie so, ne? Ja. Und dann irgendwie, das auch manchmal echt eine anstrengende Zeit ist, eine anstrengende Phase. Also diese 2, 3, 4 Tage, ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Und dann danach ist es halt wirklich weg. Also ich habe dann fast kaum noch Interesse an männlichen Wesen. Ja. Tatsächlich steigt dann sehr, sehr stark mein Interesse an weiblichen Wesen, also an Frauen vor allem. Oder Menschen, die ich als Frauen lese. Und es einfach total genieße, eben da in Kontakt zu sein und da in Verbundenheit zu sein. Ja. Und wo ich mich einfach sehr viel mehr bei mir fühle und dann das auch mit der, das ist natürlich dann auch nochmal ein spannender Bereich ist, wo dann natürlich auch so meine Sensitivität, wie du am Anfang gesagt hast, und Verletzlichkeit und meine Wahrnehmung auch intensiver wird und auch mehr in die Tiefe geht. Ja, ja. So. Ja, es wird irgendwie, es wird für mich, je später der Zyklus ist oder je näher wir zur Menstruation kommen oder ich zur Menstruation komme, wird es heiliger. Für mich. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie sakral, also spirituell nur, sondern heile von
ganz. Also es wird ganzer. Und das finde ich aber total spannend, wenn wir so an diese Rahmen denken, in denen wir uns wohlfühlen und die ich versuche, immer mehr zu verlassen, dann fühle ich mich, je näher es zur Menstruation kommt, auch unsicherer, also fragiler. Und die Erlebnisse, die ich ein Glück auch machen darf, wo ich mich wirklich aufmache und sage, okay, ich lade dich ein, das, was ich in mir erlebe, was ich selber vielleicht auch noch nicht 100% kenne, mit mir zu teilen, dass es diese Erlebnisse, die sind so viel wert für mich, weil sie mich so stärken, so tief bestärken. Und weil das Zyklusbewusstsein für mich keine andere Option mehr lässt, als da zu sein mit allem, was da ist. Mhm. Gerade während der Menstruation. Mhm. Und was ich total spannend finde, ich habe, man sagt es ja ganz oft, oder viele Frauen sagen das auch, dass sie zum Eisprung her viel, viel mehr Lust haben. Also je näher es zum Eisprung kommt, steigt auch die Lust an. Mhm. Und lustigerweise ist es bei mir tatsächlich so gewesen, dass ich, als ich einen Kinderwunsch hatte, ganz stark, da war die Lust wirklich stärker beim Eisprung, viel stärker. Und seitdem ich für mich ziemlich sicher weiß, dass ich keine Kinder mehr haben möchte, wächst meine Lust zur Menstruation. Mm, wow. Und die Lust vorm Eisprung, die ist nicht so stark. Die ist eher in der zweiten Zyklushälfte, wächst die viel mehr. Und das habe ich jetzt schon von so vielen Frauen gehört, die ihren Kinderwunsch hinter sich gelassen haben oder erfüllt haben oder vielleicht auch losgelassen haben oder vielleicht sowieso überhaupt gar keinen Kinderwunsch haben, dass sie eigentlich Richtung Menstruation viel mehr Lust haben und auch während der Menstruation Lust haben, Sex zu haben. Ja. Und neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, das war total, die hat sich gar nicht mit Zyklus oder so auseinandergesetzt. Die meinte so, ist irgendwie total abgefahren. Also das, was der Körper so macht, also die Natur so macht, ne? Immer kurz vorm Eisprung und beim Eisprung habe ich so Lust auf Sex, so doll. Und ich weiß gar nicht, ey, das ist so animalisch. Und die hat zwei Kinder. Und dann habe ich sie gefragt, so, hast du denn noch einen Kinderwunsch? So. Und dann meinte sie so, naja, eigentlich wollten wir immer drei Kinder und eigentlich würde ich total gerne noch ein Kind haben, aber es passt nicht und es geht nicht. So, ne? Und das fand ich total spannend. So. Diese Idee, ich meine, es ist jetzt überhaupt nichts Wissenschaftliches oder so, ne? Aber es ist halt so diese Idee oder die Vermutung, dass wenn wir uns so wirklich zyklisch verbinden mit unserem Zyklus, wir sind ja unser Zyklus, der ist ja einfach immer da. Und dann wissen wir auch, wann wir fruchtbar sind. Und dann wissen wir auch, wann wir ein Kind einladen können. Und wir können ja selber entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Aber wir haben mittlerweile einfach so diesen tiefen Kontakt zu unserem Körper ja verloren. Und können dadurch nicht wirklich wahrnehmen, wann wir fruchtbar sind und wann nicht. Und dadurch, dass die Sexualität, die eigentlich von der Frau auskommt, also wann hat die Frau Lust, wann hat die Frau auch Lust zu welcher Art und Weise Sexualität? So vielleicht habe ich auch Lust auf eine Sexualität, wenn ich keine Kinder haben möchte, die eben nicht den Samenerguss in mir fordert, sondern eine ganz andere. Mhm. Mittlerweile sehe ich nicht mehr ein, warum ein Samenerguss in mir stattfinden sollte, wenn ich nicht schwanger werden will. Ja. Das gehört einfach nicht mehr für mich dazu, dass das gehört für mich einfach nicht mehr zum Ausdruck von Sexualität, die ich mit meinem Partner teile. Ja. Und auch wirklich, dass es überhaupt nicht mehr darauf hinausläuft, dass er kommt oder dass ich komme. Und das, also da hat sich wirklich schon sehr, sehr viel verändert. Ja. Und dass das ja auch zeigt in unserer Kultur, dass es da eben viel um die Befriedigung des männlichen Menschen geht, auch oft. Ja. Und da hat sich bestimmt auch, also da hat sich ja auch schon einfach unglaublich viel verändert, zum Glück. Ja. Aber dass wir da einfach wirklich
ja, unsere Sexualität, diese sexuelle Energie, die hat ja noch so viel mehr zu tun, als damit ein neues Leben zu erschaffen. Ja, ja. Und natürlich ist das so eine biologische, so ein biologisches Programm in uns, das abläuft. Und es ist ja auch völlig okay. Und es ist ja auch was Wunderschönes. Und es kann ja auch was Wunderschönes sein. Aber es ist eben nicht alles. Ja. Und wir sind darauf überhaupt, also nur weil wir dazu in der Lage sind, heißt das nicht, dass das alles ist, was uns ausmacht. Und das ist eben so auch, was du auch gerade beschrieben hast. Also ich fühle auf jeden Fall eine bestimmte Art von, also eine sehr, sehr starke Lust vor meinem Eisprung und während meines Eisprungs. Das fällt mir ganz stark auf. Und ich würde aber auch nicht sagen, dass diese Lust stärker ist als die Lust, die ich zum Beispiel im inneren Herbst erlebe. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Art von Lust, die sich anders äußert, vielleicht nicht so klar da ist und so wow, oh Gott, ne? Irgendwie so, jetzt will ich. Jetzt oder nie. Genau. Sondern die einfach viel, viel wilder ist und viel sinnlicher und einfach viel tiefer geht. Ja. Und ja, das fühlt sich dann einfach echt richtig, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber das fühlt sich so ganzheitlich an einfach. Und auch während der Periode. Also da habe ich für mich einfach persönlich entschieden, jetzt momentan auf jeden Fall, dass ich währenddessen keinen Sex haben will, also keine Penetration. Und aber auch keinen Sex auf andere Art und Weise, weil ich einfach da sehr gerne die Energie für mich behalten möchte. Ich weiß aber, dass ich da auch eine sehr, sehr starke Lust fühlen kann. Oder auch fühle. Und wenn ich der halt Raum geben würde, dann wäre das sehr intensiv, wenn ich da mit jemandem halt schlafen würde. Ja. Und ich weiß aber auch, dass ich da einfach unglaublich verletzlich und offen bin und dass mein Bauchraum ja auch geöffnet ist. Also da bin ich dann einfach auch viel, viel vorsichtiger. Und wenn es dann vielleicht mal so an Tag 4 oder 5, also wenn die Blutung auch schon so langsam aufhört, oder Tag 6 oder 7 oder so, bin dann halt immer noch so verletzlich, dass ich halt wirklich nur öffne oder auch einfach dazu einlade, wirklich ganz, ganz sanft miteinander zu sein und nichts. Also wenn es zur Penetration kommt, dass das nicht hart wird. Das ist überhaupt nicht, und dass das überhaupt auch nicht das ist, was ich jetzt gerade will. Ja. Ja, und ja. Dass ich das dann auch dem Menschen dann auch wissen lasse. Ja. Und ja, da einfach ganz, ganz achtsam bin. Aber tatsächlich ist das so, dass ich jetzt schon seit längerer Zeit dann einfach, ja, einfach nicht Sex habe während der Periode. Ja. Ja, ich finde, das ist total schön, dass du das ansprichst, weil unsere Gebärmutter ist einfach, die ist einfach so wundervoll. Die nimmt ja so viel in sich auf. Und ich glaube, gerade während wir menstruieren oder auch noch davor, hat sie diese Möglichkeit noch viel, viel mehr oder macht es noch viel mehr, dass sie Dinge in sich aufnimmt, um sie zu transformieren und wieder loszulassen. Ja. Und damit meine ich auch seelische Dinge, seelische Themen. Und wenn wir uns mit jemandem verbinden, dann schenken wir ihm, dass wir etwas von ihm nehmen, was er loslassen möchte. Ja. Und dafür müssen wir uns wirklich bewusst entscheiden, ob wir das tun wollen oder nicht. Ja. Und dann auch bewusst entscheiden, dass wir das während der Menstruation auch wieder loslassen, weil es ist ja nicht unseres. So gut, dass du das ansprichst. Ja. Ach. Es ist auch was mir erst, weiß nicht, im letzten Jahr oder so immer bewusster wird, dass mit jedem, mit dem ich geschlafen habe, jeder, der in mir war, der hat etwas dagelassen. Weil es meine Natur ist. Es ist die Natur meiner Gebärmutter. Die nimmt es auf. Und die spürt, was es ist. Und die möchte das auch wieder loslassen. Aber dafür braucht sie auch meine Einladung, das wieder loszulassen. Und wenn ich meine
Periode versuche zu unterdrücken oder versuche, sie nicht wahrzunehmen oder versuche, irgendwie in diesem Leben, das wir leben, sie möglichst wenig zu haben, dann erlaube ich mir überhaupt nicht, das alles loszulassen. Wenn ich mich aber entscheide, jede Periode zu nutzen, um all das loszulassen, was vielleicht in mir ist, was ich nicht brauche, und damit meine ich auch die Themen, die ich vielleicht von jemandem anders aufgenommen habe, dann kann mein Körper für mich arbeiten. Und ja, und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass wir als Menschen mit Gebärmutter uns das bewusst machen, was es eigentlich für ein Riesengeschenk ist, uns jemandem zu öffnen, dass er eintreten kann. In diesen Tempel. Ja. Ja, genau. Mit seiner eigenen Mann. Oder mit ihrer Mann. Ja. Das finde ich auch so gut, dass du das nochmal gesagt hast. Wann ist eigentlich die Tür offen? Also ist die Tür schon offen, wenn ich eigentlich noch gar nicht feucht bin? Nein. Da sagt mein Körper, nein, stopp, ich bin nicht feucht. Ich bin nicht offen. Wie viele Frauen haben das Problem, dass sie nicht feucht werden? Oder sich zu trocken fühlen. Jedes Mal sage ich, oder wenn wir im Gespräch, sage ich, ja, dann bist du aber nicht bereit. Dann hast du nicht den Weg, oder dann hat er oder sie nicht den Weg gefunden, dich bereit zu machen. Und so schnell kommen wir an den Punkt, oh, mit mir ist irgendwas falsch, weil ich funktioniere ja nicht so, wie das Muster das hergibt. Also, wie ich sein sollte. Ja. Dabei sagt der Körper, nein, stopp. Oder so noch nicht. Oder ich so noch nicht. Ja, genau. Und auch eine Geschichte von mir, dass ich während meiner oder nach der ersten Geburt war ich eine ganze Zeit lang, hatte ich das Problem, nicht feucht zu werden. Oder viel, viel später feucht zu werden. Und es haben auch ganz, ganz viele Frauen, dass sie nach der Geburt erstmal eine Zeit haben, wo es eher trocken ist. Und das macht vielleicht auch Sinn. Das macht ganz bestimmt Sinn. Dass es eine ganz andere Einladung braucht zur Sexualität mit jemandem. Dass es eine ganz andere Einladung braucht oder eine ganz andere Zeit, sich darauf vorzubereiten, weil die Gebärmutter hat eine solche Meisterleistung vollbracht. Die kann jetzt nicht einfach back to business, normal. Das geht nicht. So. Manche haben sogar ordentliche Verletzungen. Also es ist doch wirklich absurd, von sich zu verlangen, dass alles wieder normal funktioniert danach. Nein, es braucht einen Übergang. Mhm. Ja, wie so vieles. Oh, ich glaube, wir könnten über dieses Thema, es gibt so viele Bereiche noch. Ja. Aber vielleicht picken wir uns so ein oder anderes Thema noch raus für den nächsten Zyklus-Plausch. Jo. Ja, vielleicht machen wir auch eine Fortsetzung. Einfach ja. Mit diesem Thema. Ja. Also ich hätte total Lust, vielleicht das nächste Mal über die Pille zu sprechen. Oder hormonelle Verhütung, so, die so viele Jugendliche einfach so verschrieben bekommen oder machen oder wollen, sich wünschen. Ich inklusive, ja, das getan habe, du ja auch. Ja. Und ich hätte total Lust, darüber zu sprechen, was wir vielleicht so im Nachhinein für ein Gefühl dazu haben, was da in dieser Zeit passiert ist, körperlich und auch entwicklungstechnisch. Ja. Vielleicht voll. Und, wie wir uns danach dann auch einfach ganz neu wiederentdeckt haben. Ja. Vor allem auch mit der eigenen Sexualität. Ja, genau. Ja, ja, in Bezug auf die Sexualität, genau. Das finde ich total spannend. Auch super spannend. Ja, gibt es noch was dir noch auf der Seele liegt, also was du noch sagen möchtest? Dazu? Ja, du hast gerade noch so einen Punkt angesprochen, wo ich, dass wir das nicht an andere abgeben dürfen oder dass ich immer versuche, in meiner eigenen Verantwortung zu bleiben, wie ich meine Sexualität lebe und wie ich mich auch in meinem eigenen Körper fühle und ob ich mich öffne oder nicht. Also klar, das kommt auch ganz viel darauf an, wie mein Gegenüber ist und wie die Situation ist. Und aber ich bin ja ganz stark daran beteiligt, das auch mit zu erschaffen. Und das ist einfach, dass ich dazu einlade und dass ich auch selber, also ich glaube, wir können wirklich nur in Beziehung treten mit anderen in dem Grad, wie wir mit uns selbst in Beziehung sind. Mhm. Und dass wir nicht von dem anderen erwarten dürfen, uns jetzt
glücklich zu machen oder uns jetzt zu befriedigen oder, ne, also genauso, wie es auch nicht unsere Aufgabe ist, die andere Person zu befriedigen oder glücklich zu machen. Ja. Also, dass es da wirklich ganz klar ist, wessen Aufgabe jetzt was ist. Ja? Also ja. Es ist meine Aufgabe, dass ich mich in mir gut fühle und es ist die Aufgabe des anderen, sich in sich gut zu fühlen. Und wir können uns einfach gegenseitig dazu einladen, so, hey, guck mal, das ist das, was ich mir gerade wünsche. Was kannst du mir gerade geben oder was kann ich dir gerade geben? Mhm. Und ja, dass wir da einfach auch nochmal mehr in Kommunikation auch gehen. Also auch wirklich, also Kommunikation ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Sexualität. Und ja, gibt so einen ganz spannenden Ansatz, der heißt Wheel of Consent. Und wir können das auch mal hier in die Beschreibung mit reinpacken. Da habe ich ganz für mich gelernt. Ja, Sexological Bodywork macht es, ne? Ja. Ja, genau. Ich glaube schon, genau. Ja, total. Kommunikation und ja, absolut. Total. Schön, dass du das nochmal gesagt hast. Finde ich total wichtig. Und damit schenken wir dem Partner ja eigentlich was oder dem Menschen, mit dem wir zusammenkommen, schenken wir erst dann wirklich was, wenn wir mit uns ehrlich sind. Und es ist auch dieses Bedürfnis, dass wir immer gleichzeitig beide beschenkt sein müssen, ist vielleicht auch nicht unbedingt wichtig. Es gibt in der Sexualität ja auch die Möglichkeit, du bist gerade die Nehmende und ich bin die Gebende und ich bin dann wieder irgendwann anders die Nehmende und du die Gebende. So. Also wir müssen nicht immer gleichzeitig beide an dem gleichen Punkt der Erregung sein oder am gleichen Punkt des Nehmens oder des Schenkens. Ja, voll. Ich freue mich auf unseren nächsten Plausch. Auf. Zum nächsten Vollmond. Ja. Also, genau, ihr Lieben, das war jetzt erstmal die Folge dazu und wir würden uns total freuen, von euch in den Kommentaren zu hören, was das Thema mit euch macht, was ihr da vielleicht auch noch, ja, wie ihr das wahrnimmt, wie das für euch ist. Vielleicht ist es ja ganz ähnlich, vielleicht auch komplett anders. Ja. Und auf welchem Weg ihr da gerade seid. Und wenn ihr da Fragen habt, ihr auch gerne, fühlt euch da frei, uns die zu stellen. Und wenn ihr die etwas anonymer stellen möchtet, dann könnt ihr uns auch einfach gerne eine Mail schreiben. Ja. Genau, ich packe einfach die Informationen hier unten in die Beschreibung. Kontaktmöglichkeiten mit uns. Genau. Und ja, genau. Vielleicht ja auch noch irgendwie ein, zwei spannende Bücher oder sowas, die wir beide da empfehlenswert finden. Ja. Und genau, jetzt erstmal. Bis bald. Ganz bald. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.